dein Deutsch ist besser wie mein Englisch, oder? Englisch ist besser, aber wir können probieren. Doppelweltmeister, wenn dir das vor der WM einer gesagt hätte, hättest du hundertprozentig auch sofort unterschrieben, oder? Na, bei diesem Traum habe ich große Möglichkeiten, aber Abfahrt, was soll ich das? Bootfahren, dann ist alles möglich. Ich habe mir sagen lassen, die Norweger haben Medaillen im Blut. Wenn man Norweger ist, gewinnt man leichte Medaillen. Amos hat es vorgemacht. Ich hoffe, das ist so einfach, aber leider ist immer viele, was gewinnen kannst. Aber Vorteil ist, wenn du alle Disziplinen hast, dann gibt es mehr Chancen für Medaillen. So, ja, darum habe ich vielleicht 2 Medaillen bekommen. Du bist im Gesamtweltcup ganz vorne. Was würde dir mehr bedeuten? Der Sieg des Gesamtweltcups oder sagst du, nein, mit diesen 2 Medaillen habe ich eigentlich schon alles erreicht heuer? Gesamtweltcup ist die größte Sache, man kann gewinnen als Skifahrer. Und das ist der, was Gesamtweltcup gewinnt, der ist der Saison beste Skifahrer. So mit Abstand Gesamtweltcup. Wir wünschen ihm, dass er morgen ein paar Punkte machen kann für den Gesamtweltcup. Mit der 26, der Doppelweltmeister Axel Lund-Swindoll.